Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ich glaube, jeder von uns kennt Netflix als App zum Filme- und Serienschauen. Allerdings ist mir etwas aufgefallen. Und zwar kann man dort auch Netflix-Games spielen. Keine Werbung, Extragebühren oder In-App-Käufe, unbegrenzter Zugriff auf exklusive Spiele, die in ihrer Mitgliedschaft inbegriffen sind. Und dann schlagen die da halt zahlreiche Spiele vor, die man sich runterladen kann. Und von daher dachte ich mir, testen wir heute mal gemeinsam diese drei Spiele. Nimmst an einer neuen heißen Dating-Show teil, aber wirst du den Versuchungen widerstehen können, wenn alle Regeln ins Spiel kommen? Hier müssen wir jetzt erstmal unseren Namen eingeben und dann müssen wir noch unser Pronomen nehmen. Er, sein, sie, ihr oder sie, xi? Ich frag mich da gar nichts mehr. Ich habe mich jetzt mal so erstellt. Man hat ziemlich wenig Auswahlmöglichkeiten und egal wie man sich macht, man sieht immer aus wie ein absolutes Supermodel. Also wir starten einfach mal rein. Willkommen im tropischen Paradies. Das ist wohl unser Hotel hier. Sieht schon krass aus. Wir haben hier eine Flasche Champagner. Boah, sieht das alles cool aus. Genau das meine ich. Die leicht im Wind wiegenden Palmen scheinen dich bei deiner Ankunft auf der Insel zu begrüßen. Sieh dir den Strand an. Sieh dir den Pool an. Das wird der beste Sommer aller Zeiten. 12 Stunden bis... Verbot. Man spielt einfach die Tour-to-Handle-Staffel nach. Du siehst dich um, tankst Sonne und machst dich mit deiner Umgebung vertraut. Eine Auswahl an teurem Champagner steht auf einem Tisch, eiskalt glitzert er im Sonnenlicht. Es wäre eine Schande, ihn ganz alleine zu genießen. Du fragst dich, ob du dir ein Glas nehmen und einen Schluck gönnen sollst, aber dann siehst du auf einer... Sprachen lernen, Bubble. Yoga-Lehrerin. Ihre Augen lodern wie Feuer, als sich eure Blicke treffen und es fühlt sich so intensiv an, dass dir fast der Mund offen steht. Bro, die ist jetzt nicht so ganz mein Type. Oh, wow. Wenn alle Singles so aussehen, dann bin ich in Schwierigkeiten. Sie bleibt vor dir stehen und die erste Sache, die dir auffällt, ist ihre niedliche Art. Na, du Schöne... Oh mein Gott. Ich brech mir den Arm. Während ihr hypnotisches Lächeln dich weiter in den Bann zieht, landet ihr Blick auf dem Champagner. Die Party hat doch noch nicht ohne mich angefangen, oder? Ach, jetzt kann ich zum ersten Mal ein bisschen was bestimmen. Ich kann jetzt entweder antworten, freut mich, du bist beeindruckend oder die Party geht jetzt los. Natürlich geht die Party los. Da wir hier zu zweit sind, würde ich sagen, dass die Party jetzt losgeht. Ich bin übrigens Luca. Ein wunderschöner Name für eine wunderschöne Person. Sie schnappt sich ein Champagnerglas und blickt auf das schaumige Meer hinaus. Die Wellen küssen den Strand. Dieser Ort ist unglaublich und der Strand ist perfekt, um dort Yoga zu machen. Er ist für ganz andere Sachen geeignet. Du betrachtest sie neugierig, während sie die Aussicht genießt. Yoga? Ist das dein Ding? Meine Leidenschaft. Ja, ich bin Yoga-Lehrerin. Sie dreht den Stiel des Glases. Also, Strohhalm? Habe ich schon mal Yoga gemacht? Ein paar Mal? Nie? Mache ich an... Das ist mein zweiter Vorname. Ich bin praktisch Profi, ja. Wirklich? Vielleicht kannst du mir das dabei... Ja, morgens... Vielleicht kannst du mir dabei... Ich kann echt nicht mehr lesen, ne? Die flirtet dich an und ihr Blick lässt dein Herz rasen. Namaste. Du wirst abgelenkt, als du jemanden hinter ihr bemerkst. Oh, da kommt jetzt noch mehr, oder was? Ein sehr attraktiver Kerl kommt... Oh, Konkurrenz! Liam. Ein Rolex am Arm. Börsenanleger. Ich bin ja Yoga-Profi. Wow, hat der ein Sixpack. Die Konkurrenz abchecken, sieh dir den an, auf sein Gesicht konzentrieren. Da ich allerdings eh nicht auf die Marisa wirklich stehe, kann ich ihr schon diesen Liam ein bisschen schmackhaft reden und mache einfach mal, sieh dir den an. Ich will jeden einzelnen Bauchmuskel zählen mit meiner... Okay. Er geht mit einem großen Lächeln im Gesicht auf dich und Marisa zu. Was geht ab, ihr heißen Singles? Ich bin Liam. Hey Liam, ich bin Marisa. Marisa streckt ihre Hand aus, aber er winkt ab. Keiner hat Bock auf die. Lass das doch. Ich bin mehr der Drücker. Komm her. Er lacht, während er Marisa umarmt, aber als er sich dir zuwendet, verdunkeln sich seine Augen mit unmissverständlicher Entschlossenheit. Und wen haben wir hier? Ich bin Luca. Stell dir mal vor, der steht auf mich. Und ich bin dein wahr gewordener Traum, der Mittelpunkt der Party, Single und bereit, mich unter die Leute zu mischen. Ich sag einfach mal, ich bin sein wahr gewordener Traum. Wenn du mir mit deinem Blick irgendetwas sagen willst, du lächelst ihn flirtend an. Liam grinst und leckt seine Unterlippe. Oh mein Gott! Henry!
welche Richtung geht's denn hier? Selbstbewusst. Du versteckst dein Lächeln, indem du einen Schluck Champagner nimmst. Ey, die Marisa muss sich doch so fehl am Platz fühlen, ne? Marisa und Liam sind beide attraktiv. So ein Ding wird das hier. Bevor wir uns hier aber weiter in das Netflix-Spiel Tour to Handle reinstürzen, würde ich sagen, testen wir doch die anderen beiden. Diese Musik ist so pur SpongeBob. Hier arbeiten wir einfach nur an einem Stand der krossen Krabbe vor den Häusern von Thaddäus, Patrick und SpongeBob und müssen hier Sachen machen. Ich packe jetzt hier den Teig drauf. Eine Kaffeetasse ist schon fertig, die hat er schon. Beim Links, beim Kaffee müssen wir auch noch warten. Rechts, der Teig ist auch fertig. Den kriegt er auf jeden Fall wieder Teig drauf. Aber wir können sogar Doppelteig machen. Hier noch eine Tasse Kaffee. Müssen wir jetzt hier rechts wieder warten, bis der Teig fertig ist. Die anderen beiden haben wir noch nicht freigeschaltet. Guck mal, hier kommt der Zack-Zack drauf. Kriegt er das und das. Und jetzt müssen wir wieder auf den Teig warten. Der Kaffee ist hier schon fertig. Hier vorne rechts der Teig ist fertig. Bam, bam, zack, zack. Das ist ja ein übelst langweiliges Spiel. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal das letzte Spiel. Und zwar müssen wir hier eine eigene Farm aufbauen. Bei Country Friends Road Rage oder irgendwie so heißt das. Hi, ich bin Susi. Ich brauche deine Hilfe, um die Farm wieder zum Laufen zu bringen. Keine Sorge, ich helfe dir. Aber hör auf zu quatschen, bitte. Zack, den Mais erstmal ernten. Bam, das ist ja genauso wie... Das ist ja genauso wie Heyday. Das ist ja ein 1:1 Heyday-Fake. Heyday fand ich auch früher so geil. Ich schwöre euch, wenn Gartenarbeit generell so gewesen wäre, ne, das wäre ein Traum. Aber gut, wir pflanzen jetzt auf jeden Fall unseren Mais an, streuen das hier hin, beschleunigen das Ganze. Ich war auch früher so ein Fuchs. Da haben die nicht bei Heyday gesagt oder auch bei Clash of Clans so, ja, gib jetzt mal ein Juwel aus oder ein Smaragd, damit du es halt ein bisschen beschleunigen kannst. Aber ich habe den immer gespart. Ich habe schon im Tutorial die 30 Sekunden gewartet, damit ich einen mehr habe. Guck mal, ist fertig. So. Ehrlich gesagt habe ich nur Bock auf dieses Tour-to-Handle-Spiel, weil ich wissen will, wie es mit Marisa und Liam weiterläuft. Von daher würde ich sagen, switchen wir da nochmal ganz kurz rein. Dann erzähl uns mal was über dich, Liam. Ich bin Aktienhändler. Ich hatte noch etwas Urlaub aufgespart und konnte deshalb hier teilnehmen. Und warum verbrauchst du deine Urlaubstage für eine Dating-Show? Er breitet seine Arme aus und beginnt zu grinsen. Sieh dich mal um. Sonne, Sand, sexy Singles. Und Luca. Also, ich zähle dir zu den sexy Singles. Sieht aus, als ob du einfach eine gute Zeit haben willst. Ich bin definitiv auf eine gute Zeit aus. Nicht mehr und nicht weniger. Bevor du antworten kannst, nähern sich noch zwei weitere Personen der Gruppe. Und wenn ihr wissen wollt, welche zwei Personen das sind, meine Damen und Herren, dann lasst mal einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Soll ich eventuell dieses Tour-to-Handle-Spiel weiterspielen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich muss jetzt erstmal aber brutal kacken, weil... ich halt einfach, keine Ahnung, jeder Mensch muss kacken.